Willkommen zu unserem Weltspezial. 4 Monate nach dem 7. Oktober. Antisemitismus an deutschen Hochschulen. Die Freie Universität Berlin, sie gerät immer mehr unter Druck. Der Präsident des Zentralrates der Juden fordert, dass jüdische Studierende besser geschützt werden. Hochschulen dürften keine No-Go-Areas für jüdische Studierende werden. Am Wochenende wurde ein jüdischer Student der FU Berlin von einem muslimischen Kommilitonen brutal zusammengeschlagen. Nicht der einzige antisemitische Vorfall an der Hochschule. Es sind schreckliche Szenen, die vom vergangenen Freitagabend geschildert werden. Ein muslimischer Kommilitone soll den 30-jährigen jüdischen Studenten Lahav Shapira krankenhausreif geschlagen haben. Im Interview mit der israelischen Journalistin Antonia Yamin berichtet er von dem brutalen Angriff. Er schlug mich plötzlich von der Seite und dann schlug er nochmal rein. So verlor ich das Gleichgewicht und im selben Moment, als ich versuchte aufzustehen, trat er mir ins Gesicht. Ob ein Streit über den Nahostkonflikt der Auslöser war, darüber gibt es bislang unterschiedliche Angaben. Der Staatsschutz ermittelt. Die politische Diskussion hat bereits begonnen. Die Berliner Wissenschaftssenatorin will zwar handeln, spricht aber von einer Form der akademischen Auseinandersetzung. Die Wissenschaft lebt von Austausch, lebt von Internationalität, lebt von internationalen Studierenden. Und natürlich gibt es auch dann mal Konflikte auf dem Campus und die müssen wir eindämmen. Weitere Schritte gegen den mutmaßlichen Täter und Studenten lehnt die Wissenschaftssenatorin ab. Sie will Universitäten nicht zu Gated Communities machen. Da denke ich mir, wie? Die Universitäten sollen ein Ort sein, wo antisemitische Schläger und jüdische Studenten sich begegnen? Das kann doch nicht der Ernst dieser Frau sein. Also ich erwarte von ihr, dass sie sich da unverzüglich korrigiert. Der mutmaßliche Täter und das Opfer sollen Studenten an der Freien Universität Berlin sein. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger sieht nun die Leitung der Universität in der Pflicht. Hochschulleitungen müssen daher von allen ihnen rechtlich zustehenden Möglichkeiten Gebrauch machen, so die FDP-Politikerin. Der Präsident der Freien Universität Berlin sieht zwar keine Möglichkeit, den muslimischen Studenten zu exmatrikulieren, kündigt aber dennoch an, wenn sich bestätigt, dass der Täter Student der Freien Universität Berlin ist, wird die Hochschule umgehend die möglichen juristischen Schritte im Rahmen des Hausrechts prüfen und gegebenenfalls ein Verbot durchsetzen. Es ist nicht das erste Mal, dass es an der FU Berlin zu antisemitischen Zwischenfällen kommt. Bei der Besetzung eines Hörsaals durch pro-palästinensische Aktivisten werden jüdische Studenten bedrängt. Auch Lahav Shapira wird Anfang November der Zugang zum Campus von anderen Studenten verwehrt an seiner eigenen Universität. Das Thema wollen wir vertiefen. Im Studio ist Clara von Nathusius. Sie ist CDU-Mitglied und Mitinitiatorin von Fridays for Israel. Schön, dass Sie bei mir sind. Vielen Dank für die Einladung. Also man sieht, das war jetzt nicht die einzige Aktion, nicht der einzige schlimme Vorfall an der FU. Immer wieder gibt es da antisemitische Bedrohungen. Pro-palästinensische Studierende unterdrücken offensichtlich jüdische Kommilitonen. Wie kann das an einer deutschen Uni sein? Ja, ich glaube, die Frage stellen wir uns auch seit Monaten. Das war auch der Grund dafür, dass wir Fridays for Israel gegründet haben. Das war nicht unmittelbar nach dem 7. Oktober, aber ein paar Wochen später, nachdem wir die Rote Hand-Aktion an der Universität der Künste in Berlin hatten und auch erste antisemitische Vorfälle an der FU in Berlin. Mhm. Die Situation eskaliert seit Monaten. Wirklich ist es eigentlich für die jüdischen Studierenden tatsächlich eine No-Go-Area. Ziemlich verrückt. Mhm. Beschreiben Sie mal ein bisschen die Situation. Was hören Sie von den Kommilitonen? Also einer der neuesten Berichte, der mich jetzt eben erst erreicht hat, war zum Beispiel, dass eine jüdische Studentin, die bereits Mutter ist, am Montag einen Betreuungsengpass hatte und ihre Tochter nicht zu Hause lassen konnte oder in eine Einrichtung bringen konnte. Deswegen hätte sie sie mit ins Seminar nehmen müssen. Ihre Tochter besucht eine jüdische Einrichtung und summt deswegen super gerne hebräische Lieder vor sich hin. Aus Angst, dass die Tochter das im Seminar macht, ist sie nicht in die Uni gegangen. Und das ist tatsächlich kein Einzelfall, wo man jetzt sagen würde, oh, das passiert mal, sondern das ist schon eher der Regelfall geworden für jüdische Studierende an der FU. Das ist schon schlimm genug. Jetzt, wenn man sich aber anschaut, wie damit umgegangen wird, vor allem von Seiten der Uni-Leitung, aber auch von Seiten der Politik, da muss man tatsächlich auch den Kopf schütteln. Es heißt zum Beispiel, nee, von der Wirtschaftssenatorin, da möchte man jetzt keine weiteren Schritte gehen. Man möchte den auch nicht exmatrikulieren irgendwie, denn man möchte nicht, dass Universitäten zu, Zitat, gated communities
Communities werden. Was sagen Sie dazu? Ja, also ich finde den Begriff Gated Communities gerade in Bezug auf Juden eine interessante Wortwahl. Interessant ist da, glaube ich, noch nett ausgedrückt. Harmlos, ja. Es ist natürlich eigentlich ein Stilmittel, was man wirklich in dem Zusammenhang gar nicht verwenden müsste. Aber ich finde das vergleichsweise harmlos noch, denn sie hat wirklich gesagt, dass die Wissenschaft vom Austausch lebe und man deswegen auch solche politischen Konflikte an der Uni sozusagen ausleben könnte. Und das sagte sie ja nach dem Vorfall, der sich Freitagabend ereignete, nachdem Lahav Shapira vor einer Berliner Bar zusammengeschlagen wurde und auf dem Boden, das finde ich eigentlich das wahnsinnig perfideste daran, noch auf ihn eingetreten wurde. Mhm. Und sie sagte das. Und das bedeutet ja wirklich gefühlt, dass man unterschiedliche Sichtweisen über die Molarbiologie oder auch am Ende über den Nahostkonflikt hat und es dazu ein Wortgefecht gekommen ist. Aber hier wurde tatsächlich ein Student vor einer Berliner Bar, nicht auf dem Campus, sondern vor der Bar, angegriffen, ohne dass es vorab irgendeine Form des Wortgefechtes gegeben hätte, sondern wirklich nur aufgrund seiner Einstellung, seines Jüdischseins und seiner aktivistischen Handlungen an der Universität. Und ja, da kommt man dann eben relativ schnell zur Uni und zu deren Schuld daran. Nun muss man sagen, tatsächlich aus politischen Gründen ist es tatsächlich momentan nicht möglich, den Schüler zu exmatrikulieren. Allerdings könnte man natürlich Hausarrest verhängen. Auch das wurde bislang nicht getan. Was würden Sie sich wünschen? Was für eine Reaktion würden Sie sich von der FÖU-Leitung in dieser Situation jetzt wünschen? Also erstmal vielleicht tatsächlich auf den politischen Blickwinkel kommt. Gesetze sind ja auch da, dass man sie verändert, wenn man sie nicht für richtig hält. Mhm. Dafür ist die Politik da. Es gibt ein Hochschulgesetz, was, glaube ich, definitiv mindestens reformbedürftig ist. Und da gilt es, glaube ich, jetzt auch anzusetzen. Das ist auch das Ziel. Also ich habe jetzt auch schon vor einer halben Stunde, glaube ich, kam die Meldung, dass der Berliner Senat sich das mal anschauen möchte, beziehungsweise eine Fraktion sich dessen mal annehmen möchte. Ich halte das für grundlegend richtig, weil man eben deswegen es schaffen würde, dass diese Folgen oder diese Straftaten an den Unis oder außerhalb der Unis eben nicht unbestraft bleiben. Was ich mir von der FU wünschen würde, dass es nicht persönlich auf mich gemünzt. Ich bin keine Studentin mehr an der Universität, aber eben auf die Studierenden dort, die Jüdischen, ist, dass man ganz klar eingreift und dass man eben nicht die eigenen jüdischen Studenten in die Situation bringt, dass die aktivistisch für ihr eigenes Recht einstehen müssen, sondern dass die Universitätsleitung das tut. Das bedeutet, wir wissen, es werden jeden Tag antisemitische Flyer verteilt, jeden Tag antisemitische Plakate aufgehängt. Es kommt zu Hörsaalbesetzungen, da hat man nicht frühzeitig eingegriffen, sondern das lange laufen lassen. Und das ist das grundlegende Problem. Man hat eigentlich negiert, dass es Antisemitismus an der Uni gibt. Und wenn, war immer die Aussage, ach, kommt aber von außen, das sind nicht die eigenen Studenten, die das hier machen. Und da hat man, das war eigentlich das Grundproblem. Man hat es einfach wirklich verharmlost und so diesen Nährboden, wie man immer so schön sagt, eigentlich wirklich weiter angereichert. Ich muss mich kurz korrigieren. Ich meinte natürlich eben nicht Hausarrest, sondern Hausverbote für die FU. Ja. Wie erklären Sie sich tatsächlich, dass es so viel Antisemitismus an deutschen Hochschulen gibt? Ah, das ist immer eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hätten wir unseren Verein oder unsere Initiative schon viel früher gründen müssen. Weil Antisemitismus war offensichtlich immer schon da. Ich glaube, es ist ein Grundproblem der deutschen Gesellschaft, dass wir Antisemitismus immer so als rechtsextremes Problem gesehen oder haben. Oder vielleicht auch als eingewandertes Problem so ein bisschen. Ja, nicht mal bei uns in den Reihen geschaut? Ja, ich glaube, selbst das wurde ja in Teilen negiert. Also es gibt ja viele Fälle wie jemanden wie Ahmad Mansour, der seit Jahren über das Thema spricht, aber eigentlich nie eingeladen wurde. Und wir haben das generell negiert. Also sozusagen, wenn jemand kein Skinhead war, dann konnte er auch kein Antisemit sein. Und das Problem ist eben an den Universitäten gerade, dass dieser Antisemitismus eben aus den linken Reihen kommt. Mhm. Ich nenne es immer irgendwie den non-binären Elefanten, den man da lange nicht angeschaut hat. Mhm. Weil wir wirklich geleugnet haben, dass Antisemitismus auch aus der Mitte unserer Gesellschaft kommen kann und eben vor allem auch aus Kreisen, die wahnsinnig akademisch sind. Also das ist eigentlich das Grundproblem daran, dass wir feststellen, dass die Leute, die eigentlich gebildet sein sollen, die später mal in Führungspositionen in unserem Land sein werden, dass die es nicht schaffen, sich hier richtig zu positionieren. Ja, macht das umso schlimmer. Dankeschön für Ihre ganzen Ausführungen. Danke.
Und über Antisemitismus an deutschen Universitäten und auch was dagegen zu unternehmen ist, hat auch mein Kollege Gerrit Sebald mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gesprochen. Hören wir rein. Bei mir jetzt Bildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Frau Stark-Watzinger, es ist jetzt in Berlin zu einem tätlichen Angriff auf einen jüdischen Studenten gekommen. Es kam raus, es war ein Kommilitone. Die beiden kannten sich vorher auch schon. Wir haben jetzt schon in der Vergangenheit immer wieder gehört, Universitäten in Deutschland sind nicht sicher für Juden. Juden und Jüdinnen fühlen sich nicht sicher. Das bestätigen sie immer wieder, wenn man auch vor Ort ist. Wie kann es sein, dass es so eskaliert an Berliner Universitäten, an deutschen Universitäten? Ja, Antisemitismus, er darf keinen Platz haben in unserer Gesellschaft, weder auf den Plätzen noch in den Schulen noch in den Hochschulen. Und wir haben gesehen, wie schnell aus Hass dann ja auch Gewalt werden kann. Und deswegen muss alles getan werden, dem Hass vorzubeugen, dann aber auch Konsequenzen zu ziehen. Antisemitismus, wenn er vorkommt, braucht klare Kompetenzen. Das schleichende Gift ist, wenn jüdische Studentinnen und Studenten sich nicht mehr in Hochschulen trauen. Die Hochschulen, sie sind die Orte der maximalen Freiheit, aber sie sind keine rechtsfreien Räume. Und deswegen muss hier der Schutz gewährleistet sein. Aber jetzt dieser Extremfall, was macht es mit Ihnen? Was sagen Sie dazu? Ist das jetzt nicht die letzte Alarmglocke, die schrillt? In der Tat ist dieser Vorfall erschreckend, weil er hat ja auch eine Entstehungsgeschichte gehabt. Und wir sehen, dass zumindest ja auch in einigen Hochschulgesetzen die Konsequenzen nicht klar definiert sind. Was ist möglich? Und deswegen sind die Länder jetzt eigentlich gefordert. Sie sollten ihre Hochschulgesetze überprüfen, damit klar ist, dass eben Antisemitismus und Gewalt und daraus entstehende Gewalt beides keinen Platz an den Hochschulen haben. Ja, die FU hat ja selber auch etwas irritiert, sage ich mal, weil sie gesagt hat, wir können den Täter gar nicht exmatrikulieren, bezieht sich auf das Berliner Hochschulgesetz. Ist das wirklich so? Und wenn ja, muss das nicht geändert werden? Die Freiheit und der Schutz der jüdischen Studentinnen und Studenten, er darf nicht im Ping-Pong zwischen Hochschule und Landesgesetzgeber, also hier dem Senat in Berlin, hin und her gehen, sondern es muss eine klare Regelung geben. Und deswegen muss eben auch die Hochschule so gestärkt werden, dass sie gegen Antisemitismus und die daraus resultierende Gewalt vorgehen kann. Die Hochschulgesetze sollten angepasst werden. Gegen eine Exmatrikulation hat sich ja auch die Berliner Bildungssenatorin Ina Ciborra ausgesprochen, hat dann auch etwas irritiert, weil sie gesagt hat, es komme nun mal zu Konflikten an Universitäten. Hat sie mit dieser Aussage offensichtlich die Tragweite dieses Vorfalls nicht erkannt? Es ist natürlich so, dass die Hochschulen sehr frei sind, weil wir Wissenschaftsfreiheit in unserem Land haben. Das ist auch richtig. Aber jetzt kommt es. Wissenschaftsfreiheit wird sogar eingeschränkt, indem Menschen nicht mehr in die Hochschulen gehen. Und Gewalt, Antisemitismus, Verschwörungstheorien, Hass, das sind ja keine Meinungen. Und deswegen ist das nicht Teil einer Debatte. Argumente in der Sache immer austauschen, aber kein Antisemitismus und kein Hass. Aber sowohl Ina Ciborra als auch die FU hat im ersten Statement nicht von Antisemitismus gesprochen. Man redet hier von einem Austausch, der ja dann zu Gewalt geführt hat. Wie kann das sein? Ist der Stellenwert Antisemitismus hier nicht hoch genug? Antisemitismus ist in unserer Gesellschaft an vielen Stellen wieder aufgebrochen, wo wir ihn nicht glaubten. Und es ist immens wichtig, gerade in diesen Tagen auch den Anfängen zu gewähren, also sich den Anfängen entgegenzustellen, damit eben ganz klar ist, dass wir als Gesellschaft das nicht akzeptieren, nicht tolerieren. Jüdisches Leben bereichert unser Land. Wir müssen es schützen. Aber wenn jetzt die Berliner Bildungssenatorin da nicht mal Antisemitismus sieht, wie kann man das interpretieren? Ja, also der Vorfall, auf den Sie ja jetzt sich auch beziehen und der uns alle schockiert hat, das ist ganz klar ein antisemitischer Vorfall gewesen, weil eben der Zusammenhang ja auch da ist. Und das, was die Zeugen beschreiben, das ist natürlich ein strafrechtlicher Verfolgungsprozess, das muss verfolgt werden. Aber da ist ja auch ganz klar, die Aussagen stehen im Raum und deswegen muss man von einem antisemitischen Vorfall sprechen. Sie haben ja jetzt nach dem 7. Oktober vor circa 3 Wochen auch schon gesagt, die Universitäten würden halbherzig mit dem Problem Antisemitismus umgehen. Hat sich nichts geändert? Hat sich was geändert? Und wenn sich nichts geändert hat, warum? Es hat sich etwas geändert. Viele Universitäten haben sich auch sofort klar positioniert und haben auch Maßnahmen ergriffen. Aber es darf eben nicht klein gemacht werden. Und deswegen gilt das für alle in jedem Winkel unseres Landes an den Hochschulen, dass man sich dem entgegenstellen muss, nämlich dass Antisemitismus um sich greift. Frau Stark-Watzinger, vielen Dank für dieses Interview.
Und damit blicken wir auf den Nahostkonflikt. Es ist nämlich offiziell bestätigt, knapp 4 Monate nach den Terrorangriffen der islamistischen Hamas in Israel sind nach Angaben der Streitkräfte zahlreiche der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln für tot erklärt worden. 31 Familien wurden durch das Militär darüber informiert. Nach Angaben der New York Times kamen mindestens 30 Geiseln bereits während des Angriffs oder danach ums Leben, einige durch direkte Gewaltanwendung der Hamas-Terroristen. Seit dem Angriff wurden mehr als 250 Menschen entführt, von denen bisher 105 wieder freikamen. Wir schauen zu unserem Kollegen Max Hermes. Er ist aus Ramallah im Westjordanland zugeschaltet. Max, jetzt wurden also rund 30 Geiseln durch das Militär offiziell für tot erklärt. Wie reagiert man denn in Israel darauf? Also große Bestürzung in Israel. Die Geiseln sind jeden Tag Thema in den Zeitungen, auf den Nachrichtenwebsites und auch 24 Stunden im Fernsehen wird darüber berichtet. Es wird immer wieder mit Angehörigen gesprochen. Die Angehörigen machen ja auch lautstark auf sich aufmerksam, marschieren jeden Samstag auch mit vielen, vielen Mitstreitern zu Tausenden durch Tel Aviv und schaffen es auch, eine große Aufmerksamkeit, eine große Öffentlichkeit herzustellen. Und ich habe mich auch immer wieder mit vielen Geiselangehörigen unterhalten und die haben mir zum Teil gesagt, dass sie gar keine Informationen darüber hatten, ob ihre Liebsten überhaupt noch gelebt haben. Und einige hatten diese Information, weil Geiseln, die freigelassen wurden, dann gesagt haben, ich habe den oder den noch gesehen. Und selbst diese Gewissheit gibt es jetzt eben nicht mehr. Deshalb große Bestürzung bei den Angehörigen natürlich einerseits, aber auch in der israelischen Zivilbevölkerung, weil fast jeder irgendwen kennt, der etwas mit den Geiseln zu tun gehabt hat oder einen Freund oder Ähnliches. Deshalb ist da die Bestürzung sehr groß. Und 51% der Israelis haben jetzt auch in einer neuen Umfrage gesagt, dass das größte Ziel wäre, die Geiseln zurückzuholen in diesem Krieg und gar nicht die Zerschlagung der Hamas. Also das brennt den Menschen auf der Seele. Aber viele haben es auch geschafft, gar nicht erst in Gefangenschaft zu geraten. Und das ist vielen Helfern auch zu verdanken. Ich hatte gestern die Möglichkeit, mich mit einem Helfer zu unterhalten, der am Nova-Festival-Gelände am 7. Oktober es geschafft hat, ganz, ganz viele Menschen zu evakuieren und dann damit verhindert hat, dass diese Menschen in die Hände der Hamas geraten sind oder getötet wurden. Hören wir mal rein, was er mir erzählt hat. Unglaublich schmerzhaft ist der Anblick für viele, die hierher kommen. Anderen gibt er zumindest einen kurzen Moment, um sich ihren verlorenen Liebsten nahe zu fühlen. 378 Menschen kamen am 7. Oktober auf dem Gelände des Nova Musikfestivals ums Leben und es waren Männer wie der 58-jährige Rami Davidian, die noch Schlimmeres verhinderten. Um 6.45 Uhr schrieb mir ein Freund und bat mich, dem Sohn eines anderen Freundes zu helfen. Er wusste, dass ich in der Nähe des Nova-Geländes wohne. Nachdem ich das erledigt hatte, treffe ich auf weitere Autos mit Menschen, die Hilfe brauchen. Überall sind Jugendliche, die schreien, rette uns, rette uns. Also fahre ich weiter hin und her, bringe viele von ihnen von den Angriffsorten zu mir nach Hause. Für seinen Einsatz wird Rami inzwischen von vielen Israelis als Held gefeiert. Für ihn selbst seien die Nachrichten von immer mehr Eltern, die ihn erreichten und baten, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen, ausschlaggebend gewesen, trotz der Gefahr immer wieder in Richtung der Angreifer zu fahren. Die, die ich mitnahm, waren verletzt, verwirrt. Es war traumatisch. Ich habe sie beruhigt. Dabei wollten sie mir zunächst gar nicht glauben, dass ich jüdisch bin. Sie dachten, ich sei ein Moslem. Als ich es ihnen dann erzählt habe, umarmten sie mich, waren überglücklich. 2 Tage nach seinen Rettungsfahrten sei er zusammengebrochen, sagt mir Rami. So wie ihm damals geht es jetzt, 4 Monate nach dem 7. Oktober, noch immer vielen Menschen, die wieder und wieder zum ehemaligen Festivalgelände pilgern. Für Helfer wie Rami, aber auch für die Angehörigen der Opfer und für die Überlebenden ist dieser Ort zu einem der Erinnerungen geworden, der auch nach dem Krieg bestehen bleiben wird. Ein Platz, an dem die Israelis trauern und an dem sie denjenigen Respekt zollen, die an einem traumatischen Tag über sich hinausgewachsen sind. Max, sehr beeindruckende Reportage. Nun bist du inzwischen in Ramallah im Westjordanland. Wie wird denn der ganze Konflikt dort eigentlich gesehen? Was erlebst du? Was erzählt man dir?
Also eine große Solidarität hier mit den Menschen in Gaza, die ja ausgedrückt wird. Und ich bin heute Morgen auch bei einer Demonstration gewesen vor dem Hauptgebäude der UNRWA, also dieser Hilfsorganisation, die gerade so massiv in der Kritik steht, der die Hilfsgelder gekürzt wurden, weil mutmaßlich ein zu vernachlässigender Teil an den Attacken am 7. Oktober auf Israel beteiligt gewesen sein soll, also am Hamas-Terrorüberfall. Und die Menschen hier haben dafür demonstriert, dass die UNRWA weiter Gelder bekommt, weil diese Gelder ins Westjordanland einerseits und auch andererseits in den Gazastreifen geleitet werden. Und hier sieht man sich an der Seite der Menschen in Gaza. Hier wird die Hamas zum Teil auch verharmlost, das, was die Hamas macht. Und die Menschen haben hier noch ein weiteres Problem, dass die Löhne, dass die Gehälter hier nur sehr spärlich ausgezahlt werden von der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland. Heute ist ein Tag, da erhalten viele Menschen hier Geld, aber auch nur 60% dessen, was normalerweise ausgezahlt wird. Deshalb viele, denen es hier am nötigsten fehlt, und deshalb ganz andere Probleme der Menschen hier, ein ganz anderer Blick auf diesen Krieg. Max Hermes, danke schön für diese ganz aktuellen Eindrücke aus Ramallah. Und eine der Hamas-Geiseln war die damals 8-jährige Emily Hunt. Lange glaubte ihr Vater, dass seine Tochter tot sei, doch Emily hatte Glück. Die Bilder der Wiedervereinigung mit ihrer Familie gingen Anfang November um die Welt. Und jetzt haben Vater und Tochter noch mal ganz intime Einblicke in ihr Innerstes gewährt. Scheinbar sorglos trommelt die 9-jährige Emily Hunt ihrem Vater Tom auf dem Bauch herum. Bilder, die auf den ersten Blick nicht erahnen lassen, was das israelisch-irische Mädchen erlebt hat. Noch vor wenigen Monaten war sie in Gefangenschaft der Hamas, erlebt Unaussprechliches. Be quiet. Sei still, oder ich bring dich mit diesem Messer um. Zu einer 8-Jährigen zu dem Zeitpunkt. Barbaren. Barbarians. Nach 50 Tagen in Gefangenschaft kommt das Mädchen frei. Doch die Terroristen scheinen weiterhin allgegenwärtig zu sein. Denn selbst alltägliche Dinge fallen Emily nach dem traumatischen Erlebnis schwer. If she's having a shower, I have to sit outside. Wenn sie duscht, muss ich draußen warten. Sie duscht nicht, wenn ich irgendwo anders im Haus bin. Sie will immer wissen, dass die Tür verschlossen ist, dass die Rollläden unten sind. Sie möchte sicher sein, sich sicher fühlen in ihrer Umgebung. In ihrem Haus. Feel secure in her environment, in the house. Lange Zeit hat Emily nach dem Martyrium nur noch geflüstert. Mittlerweile hat sie ihre Stimme wiedergefunden, weigert sich aber weiterhin, das Grauen beim Namen zu nennen. Tatsächlich hat sie Codewörter für Gaza, Terroristen. Sie hat viele Codewörter. Dinge, die Emily nicht mag, wie Oliven und Käse, stehen jetzt für Terrorist oder entführte Person. Es fühlt sich nicht gut an, solche Worte zu sagen. Laut ihrem Vater heilt Emilys Seele schnell von den traumatischen Ereignissen. Das kleine Mädchen ist mit ihrem Lächeln ein Symbol der Hoffnung. Denn noch immer haben die Hamas-Terroristen über 100 Menschen in ihrer Gewalt.